Internationale Fachkräfte für Deutschland. Herr Schubert leitet in Köln ein mittelständisches IT-Unternehmen. Seit einiger Zeit benötigt er dringend einen neuen Angestellten mit Spezialkenntnissen. Doch auch mit Hilfe des Arbeitgeberservice der Arbeitsagentur war die Suche im gesamten Bundesgebiet bislang ergebnislos. Der Arbeitsvermittler schlägt ihm vor, die zentrale Auslands- und Fachvermittlung der Bundesagentur für Arbeit, kurz die ZAV, einzuschalten. Diese rekrutiert Fachkräfte im Ausland. Herr Schubert findet die Idee sehr gut. Sein Vermittler schickt die Stellenausschreibung zur ZAV und berät Herrn Schubert dazu, wie man die Gewinnung einer internationalen Fachkraft zum Erfolg macht. Signora Lombardi ist eine IT-Spezialistin aus Italien und auf der Suche nach beruflichen Herausforderungen. Deshalb besucht sie eine IT-Jobbörse in Mailand. Hier informiert sie sich am Stand der ZAV. Sie erfährt einiges zum Thema Arbeiten und Leben in Deutschland. Der ZAV-Mitarbeiter trägt zusammen mit ihr ihre Daten in die Jobbörse der Arbeitsagentur ein. Gemeinsam erstellen sie Signora Lombardi ein eigenes Bewerberprofil. Herr Schubert freut sich, als er ein paar Tage später von der Arbeitsagentur Bewerberprofile erhält. Am besten auf seine Stellenausschreibung passt eines aus Italien. Herr Schubert ruft Signora Lombardi direkt an. Er lädt sie zu einem persönlichen Vorstellungsgespräch nach Köln ein und bucht ihr gleich einen passenden Flug. Am Ankunftstag ist Herr Schubert schon früh am Flughafen. Die IT-Spezialistin freut sich über den persönlichen Empfang. Ihr gefällt das spannende Aufgabenfeld und Herr Schubert erkennt sofort, Signora Lombardi ist die Richtige für die freie Stelle. Da sie aus dem EU-Land Italien kommt, braucht sie keine Arbeitserlaubnis und kann ihre neue Stelle direkt antreten. Um ihr den Einstieg in seine Firma zu erleichtern, hilft ihr Herr Schubert bei der Wohnungssuche. Er hat auch einen Deutschkurs in der Nähe seiner Firma gefunden. Mit der finanziellen Unterstützung von Herrn Schubert lernt Signora Lombardi nun an 3 Tagen in der Woche während ihrer regulären Arbeitszeit Deutsch. Mit Hilfe ihrer neuen Kollegen lebt sich die Mailänderin gut in Köln ein und ist inzwischen kölscher als die Kölner Kollegen. Wenn auch Sie von dem Wissen ausländischer Fachkräfte profitieren möchten, informieren Sie sich auf www.arbeitsagentur.de.